Sophia. Da ist sie. So, und jetzt will ich wissen, wer du bist. Zeig mir, wer du bist. Ah! So, da wollte ich den Fissen! Oh, verdammt! Sieht die übel aus! Siehst du übel aus, Frau? So, da wollte ich nicht wissen. Ich dachte, die sagt endlich mal was jetzt. War aber nix. Ah, Scheiße. Hinter mir ist die Dunkelheit. So dunkel wie in einem Pferdehintern. Warte, bin ich da? Hört ihr das? Es hallt. Aber ich... Ich laufe, ihr seht, ich laufe, aber ich kann mich, ich bewege mich nicht von der Stelle, wenn ich jetzt die sage. So, jetzt! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Layers of Fear. Ja, da sind wir wieder. Im Haus des Grauens. Und ihr habt es gemerkt, in der letzten Folge war echt schwierig, da mit diesem komischen Schloss. Ich habe mich auch richtig geärgert und dann plötzlich ist mir eingefallen, ja, ich könnte ja mal versuchen, diese Dreierkombinationen gesamt anzuwenden. Und tatsächlich, da ging es dann plötzlich auf. Und ich dachte dann auch, ja, vielleicht hätte das auch beim Tresor was geholfen, also die Kombination umzustellen. Das wäre vielleicht hilfreich gewesen. Quatsch! Ich kann es wieder öffnen. Und jetzt kann ich da auch wieder rein. Hey, 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 was? Ah, hier stand ich zum Glück im Weg. Ja, dann. Und? Quatsch, oder? Das ist schräg! Achtung! Schließt sich nicht. Okay. Aber jetzt, oder? Bam, 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 macht's jetzt, oder? Nein? Okay, dachte schon. Ja, ihr merkt, ich erwarte hier inzwischen solches Zeug ja auch, oder? Nein, macht es. Aber jetzt vielleicht? Okay, jetzt geht nur die zu. Das hätte mich jetzt nämlich nicht gewundert. Ah, was denn das? Das ist ja ganz leer. Ein leeres Bild. Das ist was Neues hier. Also ein gerahmtes leeres Bild. Ich bin wieder im Suff gewütet, denke ich jetzt langsam, wenn ich das so gelesen habe, oder? Erinnert euch an den Text. Sie will mich umbringen. Oder? Vera hat nichts Gutes vor mir, wenn die mit mich abmurkselt. Ich frage mich langsam, ob sie das auch gemacht hat. Aha, jetzt ist das wieder ein interessanter Gang. Aber ich werde jetzt hier noch öffnen. Jetzt auch nicht schlecht. Auch ein spannender. Ach, dachte, das ist nur die Klinke. Oder? Also, das Spiel zwingt mich wohl. Da kam ich ja her, merke ich jetzt gerade. Okay, gut. Weil das fand ich ärgerlich, dass ich den einen, den anderen Raum da gar nicht mehr benutzen konnte. Das war blöd. Leider, das ist blöd. So, zeig doch mal. Okay. Ich habe gelesen, dass wenn man das Spiel nochmal spielt, dass man sich dann halt auf die allenfalls fehlenden, Dinge konzentrieren kann, also dass die erhalten bleiben. So, zeig doch mal. Hey! Tut mir leid, dass ich dir so lange nicht geschrieben habe. Ich wurde mit Arbeit überschüttet. Ich muss dir sagen, dass dein letzter Brief sehr verstörend war, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie deine alten Gemälde anzünden würde. Ja, wer wohl, Vera, hä? Warum sollte sie das machen? Besonders die Dame in Schwarz. Es war doch dein Tribut an sie, oder nicht? Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll, außer, dass du ihr professionelle Hilfe... Ja, dass du ihr und mir professionelle Hilfe suchen solltest. Und zwar Bretter! Du müsstest wohl selbst mal mit jemandem reden. Ja, ich sage ja. Nach allem, was geschehen ist, bin ich mir nicht sicher, dass es dir ebenfalls gut tun würde. Ich muss dir wahrscheinlich nicht erklären, wie schwer enttäuscht der Käufer von diesen Neuigkeiten war.
Die neuen Stücke verkaufen sich einfach nicht mehr so gut wie die Klassiker. Wie auch immer, ich werde weitersuchen. Du musst nur durchhalten und dich auf deine Arbeit konzentrieren. Ich weiß, dass es noch immer in dir steckt. Ich glaube an dich. Dein Freund und Agent, Thomas Cornwell. Mache ich nicht. Was machst du nicht? Dir Hilfe suchen, das solltest du aber echt. Ohne Scheiß. Aber ich frage mich langsam, ob es überhaupt noch was helfen würde. Also bin ich schon tot? Hat sie mich schon umgebracht? Oder was ist sie? Wie gesagt, ich spann's denn. Es ist einfach, es ist zu verwirrend. Ich hoffe ja wirklich, dass ich das wenigstens... Nein, Weise! Noch aufgehört! Was war das jetzt gerade wieder? Ah, da flüstert was. Mach auf! Fucking mutt won't shut up! Hey! I can do that too! See? But can you paint? No? Well, that's alright. Neither can I, apparently. Jo. Tja, vielleicht trage ich das nicht in seinen Maulkorb. Ja, wer kann's wissen? Sieht ein bisschen aus wie ein Einkaufskorb. Da brauchst du hier nur noch die Räder dran machen oder hier kannst du schieben. Ach, die Scheiße. Ja, ich glaube kaum, dass Poppel malen kann. Das halte ich für sehr zweifelhaft. Was war das jetzt? Hat sich da jetzt ein Rahmen dazu gedingst? Es kam mir jetzt gerade so vor, als wäre da ein weiterer Rahmen dran gebaut worden. Sieht ihr? Tatsächlich! Tatsächlich! Ey, das geht immer weiter nach hinten! Hallo, Kiel! Hallöchen! Ui, da bist du ja wieder! Da bist du ja wieder! Oh, ein Auge! Wacht aber auf, das Auge! Oh, nein, 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 so habe ich das nicht gemeint! Oh, fuck, fuck, oh! Sagt sich gerade, ich bin in dem Bild drin. Oh, Delirium. Schweres Delirium. Ach, die Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ja, jetzt bist du sauber geklappt. Jetzt bist du sauber geklappt. Oi, 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 oi. Und hab wahrscheinlich den übelsten Kater meines Lebens. Oh, Kopfschmerzen. Oh, schlimme Kopfschmerzen. Hast du ein Aspirin hier drin? Gib mir mal bitte ein Aspirin. Ach, das wird, da steht da jetzt vielleicht was drauf? Nö, oder? Nein, mach ich nicht. Genau. Ich finde kein Aspirin. Jetzt sind alle Bilder weg. Wird alles nur noch leere Rahmen. Tja, das war die Rahmenhandlung hier, oder? Sozusagen. Ja. Da ist Poppels Maulkorb drin. Er kommt da was Neues? Nein. Na gut, dann gehen wir raus. Ja, jetzt stehe ich auch im Weg. Jo, ja. Hallo, Freddy. Wo bist du denn hin? Kleiner. Freddy. Wieder so eine verkettete Tür. Hölle. Ich frage mich gerade, ob Vera versucht hat, mich im Keller einzuschließen oder sowas. Wäre möglich. Ist das ein Räumchen? Komme ich da wieder? Ah, ihr merkt, ich habe immer ein bisschen Bammel. Jetzt klappt die Tür zu und dann geht es zwar hier weiter, aber jetzt zeigt er mal das blöde Bild. Ich kann ja gar nicht gucken. Aha, hier geht's. Leinwandkrabbler. Was? Masse pulsierendes Fell. Wie Gift zu malen. Feuer, letzter Ausweg. Aha! Aha! Okay, habe ich die Hütte angezündet, weil ich in meinem Wahn die Krabbeltierchen auf den armen Beinen und die Ratten und alles gesehen. Oder weiße Mäuse, ihr wisst ja. Habe ich deswegen vielleicht die Hütte angezündet, um das Ungeziefer loszuwerden? Und dann ist meine Frau verbannt! Fuck, noch eins. Jetzt hört aber auf mit dem Scheiß. Ich krieg noch mal die Krise hier. Jetzt hört aber auf mit solchem Scheiß immer. Mach auf jetzt! So, komm, jetzt renn ich.
Jetzt renne ich durch. Komm, mach Licht. Jetzt bin ich ja wieder hier. Wisst ihr noch, der war da, plötzlich stand der da hinter mir. An dieser Rollstuhl. Mit Farbe bekleckert. Und der Spur. Und die Spur hinter sich herzieht, so eine bunte. Oi. Aha! Zeig mal her. Während es der Wahrheit entspricht, dass einige Künstler sich über ihre Zeit hinaus weiterentwickeln und dadurch für zeitgenössische Kritiker unbegreiflich werden, ist dies hier meiner Meinung nach nicht der Fall. Obwohl es mich schmerzt, es sagen zu müssen, hat sich Mr. Hinkebein nicht weiterentwickelt. Idee. Einsamer Dummkopf. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wenn überhaupt, so sind wir hier Zeugen eines künstlerischen Rückschritts geworden. Na, du kannst mich mal! Wie hieß der nochmal? Das ED steht für einen Namen, den ich glaube ich schon mal gesehen habe hier. Ja, der kann mich mal. Wobei, wenn ich natürlich im Delirium bin und ständig besoffen, dann würde ich mich wohl wirklich nicht weiterentwickeln. Dann würde ich mich eher zurückentwickeln. Oder? Behauptet. Was ist denn das? Ein Schrank. Ein Raumschrank. Jetzt warte mal, jetzt wollte ich aber hier erst gucken, falls ich damit da nicht mehr rauskomme. Hey there, Princess. What? Oh, this is Daddy's medicine. Whenever Daddy's hurting, this helps the hurt go away. No, don't touch that! Oh God. Wait. I'm sorry. I'm sorry. Oh fuck. Ist auch der erste Whisky, der nicht nach unten läuft, wenn man die Flasche dreht. Wobei hier wundert mich ja gar nichts mehr. Der ist wahrscheinlich eingefroren. Ja, der ist auf jeden Fall ist der nicht flüssig. Ach du Scheiße. Ihr könnt euch das schon vorstellen, wie das ist für ein kleines Kind mit so einem Verrückten im Haus, oder? Weil der ist ja wirklich bis dahin gebeinigt bescheuert, oder? Durch den Zuff. Eigentlich wäre das wahrscheinlich ein lieber Kerl gewesen früher. Aber dieses komische Schmelzzeug, oder? Das sieht auch aus, als würde es immer noch laufen, als würde es immer noch fließen. Seht ihr das, oder? Ich hoffe, man kann das erkennen im Video, aber ich denke schon. Komisch. Irgendwie sieht's aber auch geil aus. Aber so, wenn ich an die Geschichte denke, die hier vermutlich abgegangen ist, dann ja, ist das schon eine ganz drastische Sache. Oh, hier gibt's wieder Türen. Da geht's weiter. Ach, das ist ein Schrank. Mal auf. Ist drin, also da gehe ich jetzt da runter noch. In der Hoffnung, dass die Tür nicht hinter mir zufällt. Aha! Die Kurbel. Okay, dann können wir hier aber ein bisschen den Drive ankurbeln, oder? Ein bisschen die Spannung ankurbeln wieder. Ich glaube, es fällt gleich wieder. Es ist wieder soweit. Es ist wieder Zeit. Klick. Ändert sich was? Nein. Dass wieder rund geht, oder? Es ist schon ein paar Minuten nichts mehr passiert! Du wirst nicht zurückschauen! Da bist du! Ich wusste es! Ich wusste es! Da stand noch, du sollst nicht zurückgucken! Was mache ich? Ich drehe mich um! Ich bin so dumm! Fuck! Jetzt hat's mich am Winkel, hä? Hat mich jetzt gekillt oder eingesperrt oder sowas? Sie will mich ja zerlegen, mir den Kopf zerplatzen lassen! Ah, oh, jetzt ist wieder dieses Babygewebe. Ihr wisst noch, ja, aus der Truhe. Bist du wieder hier? Ah, jetzt weiß ich auch, für was die Kurbel gut ist. Ah, das klingt so schaurig. Schlimm, oder? Mal hier liegt das ein Messer. Handschellen.
hat sie mich eingesperrt. Hab ich jetzt sogar richtig geraten? Hat sie mich hier unten eingesperrt? Was ist denn das, eine Kette? Aha, da kann man sehen. Scheiße. Jetzt ist Ruhe. Okay. Verzeihen. Bin ich gefesselt worden? So, und jetzt kann ich bestimmt hier irgendwo die Kurbel ansetzen. Ah, warte, da steht was. Ein bisschen Schwert reicht weit. A little pain goes a long way. Geht einen langen Weg. Ja, könnte es sein. So, jetzt steckt doch die Kurbel irgendwo. Gehört die Kurbel jetzt rein? Lass mich mal gucken. Da ist ein Riegel, da ist ein Riegel. Dann müsste das hier irgendwo, hier müsste man es reinstecken können, oder? Ah, hier ist auch noch was. Okay, Mechaniko. Hier vielleicht? Nein? Das in der Wand, das ist so eine komische Mechanik. Kann ich hier, dachte ich. Oder das ist nur eine Halterung. Ja, wo kann ich denn jetzt da... Wo kann ich denn jetzt da die Kurbel... hier vielleicht? Nein? Wo muss doch die Kurbel dran passen? Oder? Hättet ihr jetzt auch gedacht. Zieh mal hier nochmal. Oh Scheiße, würde ich da mein Kind, wenn ich hier dran ziehe, oder was? Das klingt gerade so, oder? Komisch. Ja Scheiße, lass mich raus da in dem scheiß Gefängnis, was du mir da gebastelt hast, Vera. Warum habe ich dort nicht zurückgekommen? Verstand noch, guck nicht zurück, oder? Was mache ich? Ich drehe mich um. Aber das ist Typ. Ah, hier ist ein Schloss, sehe ich jetzt. Da ist ein Schloss, aber ich habe den Schlüssel nicht. Dafür habe ich diese blöde Kurbel, die hier irgendwo nirgends reinpasst. Wo geht denn die Kurbel dran? Sag doch mal jetzt dir. Sie hat die Zicht, aber wirklich noch mal mein Kind. Ich bin ein Kinderwürger. Aha, das klang aber nach Männerschreien. Würge ich mich da selber? Also, wisst ihr, wie ich meine? Füge ich mir da Schmerzen zu, wenn ich da eine Kette ziehe? Kommt mir jetzt gerade so vor. Aber jetzt kann ich nicht mehr ziehen, oder wie? Aha, da geht's jetzt vielleicht. Aha! Okay. Jetzt geht das aber nicht auf. Ah! Okay. Hallo. Gehen wir doch jetzt hier schnell. Ah, was ist denn das? Wenn ich das wieder hochmache, geht's wieder aus, oder geht... Das bleibt an. Okay, gut. Keine Ahnung, was ich da aktiviert habe. Keine Ahnung. Ach, du bist Freddy. Oh, verdammt, das klang jetzt aber gar nicht gut. Was war das jetzt gerade? Ah, da ist Freddy wieder. Oder Freddys Kumpel. Ah. Flüsternde Stimmen. Da ist was. You fucking took it from me. My gift. I want it back, you hear me? I will bring you back. Drag if I have to. I will make it right, honey. I promise. I will make you right. Also, eine weitere Bestätigung für meine Suff-Hausabbrenn-Theorie. Finde ich zumindest. Da ist was. Kann ich aber nicht nehmen, leider. Hier vielleicht. Freddy? Komisch. Froh, wenn die Alte nicht hier drin ist. Ihr wisst schon. Was war das? Was ist jetzt da gerade umgefallen, da hinter dem Stuhl? Was war das jetzt? Ah, der. Okay, das war nur der Leuchter. Ich dachte gerade. Hat sich hier was versteckt? Dachte ich jetzt zuerst. Will ich da nicht durch? Warum kann ich? Ich will da hinten zum Kamin hin. Lass mich
Genau, lass mich doch mal hin hier. Der kleine Gnom, kann ich das öffnen? Nein, warum nicht? Warum nicht? Dachte ich gerade, da wäre ein Schatten von der Person, aber nein. Aber nein! Verdammt, jetzt kommt sie wieder. Guck, da ist der Schatten, guck, da ist sie! Oh, verdammt. Da war sie gerade. Oh Gott. Oh, ich muss ein übel schlechtes Gewissen haben. Die verfolgt mich regelrecht mit ihrem. Was war das? Was war das jetzt? Oh, das ist jetzt blöd. Jetzt habe ich mich ins Dunkel gesetzt. Dann machen wir auch hier auf. Komme ich hier wieder raus? Ah ja. Ah, und es hat Licht. Ja, supi. Und ich darf ein neues Stockwerk erkunden. Ja, supi. Das gefällt mir. So, und jetzt fährst du diesmal. Fährst du nach unten. Halt. Da war schwarz. Ja gut, warum nicht? Ist ja egal, vielleicht komme ich hier wieder hin. Da kann ich mal auf die andere Seite wieder fahren. Hier war sie. Genau, oh scheiße, hier bin ich nicht hin. Hier habe ich sie gesehen, in diesem Stockwerk. Da lief sie nach hinten. Da war der Gang aber viel länger. Kann ich diesmal von... Das gehört, das kam von hier. Diesmal versuche ich's. Okay, das geht nicht. Jetzt weiß ich es fürs nächste Mal, das geht wirklich nicht. Also man kann, wenn es gehalten hat, nicht weiterfahren. Klappt nicht. So, und jetzt ahne ich wirklich, dass hier muss es sein. Da, hier auf diesem Stockwerk, auf jeden Fall habe ich sie gesehen. Das letzte Mal, ihr wisst noch. Zack. Erwarte ich nichts anderes mehr, aber... Oh, verdammt. Oh, verdammt. Da flüstert's. Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one, the board ran down. Hickory dickory dock. Ooh. Whee. Hickory dickory dock. Ja gut, mach zu den Scheiß, komm. Oh, das ist ja, ich spiele jetzt, ich weiß nicht, wie viele Folge hintereinander. Es geht halt die Nerven, das Spiel. Ohne Scheiß. So langsam. Das hat die Nerven, Leute. Bei vorne, wenn die Zombie-Dose auftaucht, die erschreckt mich immer am schlimmsten. Boah. So, also mach auf, komm. Aha, endlich sieht es wieder mal ein bisschen angenehmer aus hier. Oh, ich höre sie wieder heulen. Da ist was. You know, even though you are my rival and the source of all my sorrows, you're also the only one I can still talk to. The only one who will listen. I'm not sure if it's funny or merely pathetic. Probably both. Ich mich da sehen vielleicht? Bisschen, ne? Tja, Puder und Spiegel. Wisst ihr, was eine Puderlarve ist? Ist das ein chinesischer Ausdruck oder ein japanischer unter anderem für eine Ure? Die nennt man dort Puderlarven, weil die immer so weiß gepudert sind. Oder weiß gepudertes Gesicht kriegen. Das kennzeichnet die. Was ist das Komisches? Was zum Teufel ist dieses rote Teil? Was ist das, ein Herz? Von der anderen Seite sieht es ein bisschen aus wie ein Herz. Lass mich doch mal durch hier, bitte. Muss ich hier zumachen, dass ich da dran... So. Was ist das? Oder ein Männchen? Oder was zum Teufel ist das? Hier war doch mal eine Puppe, die so ganz schnell gezeichnet hat. Oder gelesen oder irgendwas. Ist doch vielleicht. Geht da was in der Wand? Nein. Aha. Da hat's auch mal geweint, geheult hinter dieser Tür. Da ist sie. Da ist sie. Mach auf. Sie ist weg, oder? Nicht?
bist du doch da. Vera? Vera? Kommst du jetzt zu mir rüber, oder was? Das ist eine Frau, oder? Das ist auf jeden Fall, ist das eine Frau. Endlich habe ich mal Zeit, ohne dass sie mich anspringt, mal genauer hinzugucken. Boah, guckt euch das Gesicht an. Guckt euch mal das Gesicht an. Boah, die... Eben diese... Das ist es genau, diese komischen, zombie-mäßigen Bewegungen, die mich immer so erschreckt haben. Soll ich jetzt wirklich da rein? Ich weiß nicht. Ach, ich wusste es! Ich wusste es! Ich wollte halt gucken gehen. Verdammt, jetzt hat sie mich wieder da unten eingesperrt, oder was? Jetzt hat sie mich wieder in den Keller geschmissen. Boah, das ist aber ein Loch. Was ist denn das für ein Loch? Boah. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Meine Kacke. Wie sieht's denn hier aus? Merkt ihr was? Geh ich nach hier, hat Hall. Ah, jetzt hier auch. Vorher hat's kurz keinen gehabt. Das war nicht seltsam. Oh, alles in Schwarz-Weiß. Ah, jetzt wird's wieder farbig. Jetzt komm ich nicht zurück, wusste ich's. Gott, nochmal. Es ist so es ist so crazy, wirklich. Es ist so verdammt crazy. What a crazy house. Ja gut, ich merke gerade, ich muss kurz unterbrechen. Was hier drinnen wieder abgeht, das seht ihr in der nächsten Folge, wenn ihr mögt. Bis dahin, meine Lieben. Ciao.